Hallo ihr Lieben, nachdem ich es mal endlich mal wieder geschafft habe, ein ganzes Video aufzunehmen ohne Ton, dank technischer Schwierigkeiten mit meinem uralt Rechner und uralt Equipment, versuche ich es jetzt nochmal. Das tut mir immer ein bisschen weh, weil ich es selten beim zweiten Mal nochmal so gut hinkriege wie beim ersten Mal. Das kommt meistens aus einem Moment, aus der Situation heraus, auf die ich antworte. Also ich bin ein sehr situativer Mensch. Ich bin sehr wenig statisch oder sehr wenig beständig und deswegen also sozusagen jetzt ein vergeblicher Versuch, etwas nochmal zu sagen, was ich heute früh schon mal aufgenommen habe, wahrscheinlich sehr viel besser. Vielleicht täusche ich mich aber auch, vielleicht wird es auch jetzt besser, ich weiß es vorher nie. Also worum geht's? Es geht um das tatsächlich völlig fatale europäische Menschenbild. Und das ist auch schon eine große Behauptung, dass es überhaupt sowas gäbe wie ein europäisches Menschenbild. Ich meine, wir leben in einer differenzierten Gesellschaft. Wir haben sehr verschiedene Menschenbilder, aber ich bin halt Alteuropäer. Also ich habe halt eine klassisch-humanistische Bildung genossen. Diesen ganzen Strang, also von Vorsokratikern über Platon, Aristoteles bis heute, das ist das, was ich studiert habe, das ist das, mit dem ich mich einigermaßen auskenne. Einigermaßen muss man deswegen sagen, weil die Geschichte, die europäische Geistes- und Kulturgeschichte so umfangreich ist, dass heutzutage niemand mehr sie in ihrer Tiefe und Vielfalt wirklich durchdringen kann. Es ist einfach zu viel für ein Menschenleben. Also ich habe mit eifrigem Bemühen Philosophie studiert, 8 Jahre lang, mit einer wirklich sehr hohen Intensität und einer sehr hohen Ernsthaftigkeit. Und mit dem ich jetzt mit 15 Jahren Abstand von diesem Studium, wo ich rausgekommen bin, ist Folgendes. Ich bin der Meinung, dass in der europäischen Geschichte etwas sehr Drastisches passiert ist, was uns aber nicht bewusst ist, weil wir in einer Kultur leben, die von dieser Geschichte geformt ist. Also uns fehlt der Abstand zu uns selber. Ein Abstand, den uns eher Historiker oder Ethnologen verschaffen können, den wir uns aber aus unserer eigenen Kultur heraus nur sehr schwer verschaffen können, weil sozusagen natürlich Kulturen dazu neigen, das zu normalisieren, was eben für sie normal ist. Das ist ja Betriebsblindheit, aber auf gesellschaftlicher Ebene. Also, was ist dieses furchtbare europäische Menschenbild? Und meines Erachtens ist Folgendes passiert in der europäischen Geschichte. Als Antwort auf ein politisch-gesellschaftliches Trauma, das sich vor 2400, 2500 Jahren in einer fernen, fremden Welt namens antikes Griechenland, namens Athen ereignet hat, hat es eine Person in der Menschheitsgeschichte, ein traumatisierter Mensch mit dem komischen Namen Platon, geschafft, dieses Trauma, das er persönlich erlitten hat, zu institutionalisieren und tatsächlich Kulturformen zu machen. In einer Form Kulturformen zu machen, wie das dann wenige später geschafft haben. Einige haben das dann versucht, zum Beispiel Nietzsche. Nietzsche mit Blick auf Platon hatte eigentlich den Anspruch, ähnlich kulturprägend zu sein, wie das Platon faktisch historisch war. Und es gibt eben diese berühmte Äußerung von Alfred North Whitehead, die ganze Philosophiegeschichte ist nur eine Fußnote zu Platon. Das mag übertrieben erscheinen, mir erscheint es nicht übertrieben. Also ich bin tatsächlich jemand, der diese ganze Philosophiegeschichte versucht hat zu studieren, von ihren Anfängen bis heute. Also bis heute ist übertrieben. Ich habe dann abgebrochen, Ende des 20. Jahrhunderts, was sich danach ereignet hat in der Philosophie, habe ich einfach nicht mehr wahrgenommen, weil es mich dann nicht mehr interessiert hat. Also da mag es ja viel Neues geben, was ich einfach nicht kenne. Aber sage ich mal so, von Platon bis in die Ende des 20. Jahrhunderts kenne ich mich einigermaßen aus, was in der Philosophie so los ist, in dem Denken des Abendlandes. Und dazu muss man sagen, das, was da passiert ist, ist für den Arsch gewesen. Aus meiner Sicht, das ist mein ernsthafter Standpunkt, waren die letzten 2400 Jahre Menschheitsgeschichte für den Arsch, weil Europa tatsächlich mit seinem Denken und seiner Kultur über den Kolonialismus zur beherrschenden Macht wurde in der Welt und das auch heute noch ist. Aus meiner Sicht haben wir die Welt europäisiert und das sage ich auch als jemand, der auch nicht europäische Wurzeln hat. Also ich bin zwar hier geboren zufällig, ja, und also deutsch sozialisiert worden, aber ich habe halt verschiedene migrantische Einflüsse in meinem Leben, also habe ich auch die außereuropäische Perspektive durchaus ein Stück weit mitbekommen, so von Kindheit an. Und als so ein solcher merkwürdiger Mensch, als ein Kind der Weltgesellschaft, kann ich sagen, wir leben in einer europäisierten Welt und das ist aber nichts Gutes. Warum? Aus dem antiken Griechenland, mit Blick auf diese politische Katastrophe, die sich damals im antiken Griechenland ereignet hat, haben wir geschluckt in Europa ein Ideal der sehr reaktionären aristokratischen Griechen, also einer ganz bestimmten Fraktion innerhalb des antiken Griechenlands, die also sehr, sehr reaktionär, sehr revisionistisch, sehr, sehr ultrakonservativ gewesen ist. Und diese Sichtweise war, ein altes Adelsideal zu restaurieren. Im 4. Jahrhundert vor Christus hat sich das ereignet. Und dafür stehen eben Namen wie unter anderem Platon, Aristoteles, Thukydides, Isokrates, alles Intellektuelle des 4. Jahrhunderts vor Christus, zentriert auf Athen. Und dazu muss man wissen, dass Athen sich in einen 27-jährigen Krieg mit den anderen griechischen Städten verstrickt hatte. Ein Krieg, den Athen verloren hat. Und ein Krieg, der zu einer Terrorherrschaft der 30, der sogenannten Terrorherrschaft der 30 geführt hat, wo zwei Onkel von Platon
aktive Beteiligte waren. Also sie waren Teil dieser Tyrannis, dieser Terrorherrschaft. Zusätzlich, neben dem, dass Platon in diesem furchtbaren innergriechischen Krieg aufgewachsen ist, also seine Geburtsdaten sind ziemlich genau identisch mit den Daten, wann dieser Krieg losging. Also Platon hat sozusagen sein ganzes Leben in einem grausamen Bürgerkrieg verbracht, die prägenden Jahre seines Lebens. Zusätzlich haben wir eben auch noch die Sokrates-Geschichte, dass also das große Ideal Platons, Sokrates, vom demokratischen Athen zum Tode verurteilt wurde und das auch nicht ohne Grund. Also ich bin kein Freund von Sokrates-Verklärung, die heute so beliebt geworden ist. Sokrates ist keine freundliche Gestalt, was völlig missverstanden wird. Also es gibt wenige, die so zuverlässig missverstanden werden wie Sokrates. Und meines Erachtens hat Platon Sokrates sehr viel besser verstanden als die meisten Leute, die gegen Platon Sokrates retten wollen. Also Gestalten wie zum Beispiel Hannah Arendt oder Karl Popper, die ja dann immer das auseinander diffundieren und sagen, ja, also Sokrates war ja ein großer Liberaler, bla bla bla, und Platon hat das dann verdorben. Das teile ich nicht und ich halte mich für informierter als Hannah Arendt und als Karl Popper. Entschuldigung, so viel nach meinem Studium, so viel Philosophie, geschichtliche Arroganz bringe ich dann durchaus auf. Ja, also sozusagen, ihr könnt Hannah Arendt und Karl Popper glauben oder ihr könnt mir glauben, aber ihr könnt nicht beides tun. Und irgendeiner hat dann Recht oder hat Unrecht, wir wissen es nicht, aber es gibt stärkere Anhaltspunkte für das eine als für das andere. Und da kann ich jetzt sehr viel anführen, wenn ich will. Ja, also warum diese Betrachtungsweise von Karl Popper und Hannah Arendt sehr, sehr tendenziös ist und sehr, sehr politisch ist, aber sehr wenig historisch korrekt. Das nur am Rande. Was ich sagen will ist, in Europa haben wir ausgehend von Platon ein Menschenbild entwickelt, das furchtbar ist, das wirklich grauslich ist und das von unserer modernen Psychologie nicht mehr gedeckt wird. Und dieses Menschenbild hat einen Kernbegriff und das ist das Autarkieideal. Dieses Autarkieideal sagt, das Ziel des Menschen ist aufgrund der immer Möglichkeit von gesellschaftlichen Katastrophen, sich als Mensch von gesellschaftlichen Tendenzen frei zu machen. Und das kann der Mensch nur in einem Bezug zu etwas Außergesellschaftlichem. In diesem Sinne und aus diesem Grund hat Platon seine Akademie, so nannte sich die Philosophenschule des Platons, die Akademie, außerhalb des Tore Athens gegründet, als Statement im Sinne von, die Philosophie steht außerhalb der Gesellschaft und ist bezogen auf etwas, was außerhalb der Gesellschaft steht. Und von diesem außerhalb der Gesellschaft Stehenden hat man sich erwartet, dass sozusagen dort weise Menschen gebildet werden, die dann von außen auf die Polis, auf die politische Gemeinschaft wohltuend einwirken, wie es eben Sokrates nicht geschafft hat. Also sozusagen, Platons Projekt war, die Polis von außen zu befrieden durch diese berühmte Philosophenherrschaft, die Herrschaft der Weisen, weil das eben Sokrates nicht gelungen ist. Also er wollte sozusagen die sokratische Wunde heilen. Das war sein Projekt. Und diese Philosophie, diese Tendenz, diese Idee hat sich ungebrochen bis in unsere heutige Zeit übersetzt. Das wird selten gesehen, dass dieses ungebrochen weiter existiert. Das ist der Grund, warum wir im heutigen Bundestag, im derzeit noch amtierenden Bundestag, 82% Akademiker haben. Wir leben politisch gesehen in einer platonischen Gesellschaft. Das wird immer nicht erkannt, dass sozusagen wir Kinder der platonisch-aristotelischen Tradition immer noch sind, trotz unserer Aufklärung, trotz der tausendfachen Negationen von Platon und Aristoteles, auch innerhalb der Philosophie. Aber politisch haben wir das Projekt geschluckt. Wir glauben daran, dass wir Menschen ausbilden müssen und dass sie dann nur mit dieser Bildung einer Idee Platons, einer sehr aristokratischen Idee Platons, die er mit seinem eigenen innerathenischen Opponenten Isokrates teilt, auch der hat auf Bildung gesetzt, ja, es sind zwei verschiedene Bildungsschulen, Platon mit seiner Akademie, Isokrates mit seiner rhetorisch-sophistischen Schule haben miteinander konkurriert, aber ihr Grunddenken ist identisch. Sie wollen Menschen ausbilden, mit Platon mit seinem Ideal Sokrates, Isokrates mit seinem Bild Perikles mit seinem Idealbild. Perikles wollen solche Menschen ausbilden, die dann die Polis von außen befrieden sollen. Und das ist ein Modell, das wir 2400 Jahre lang versucht haben zu leben und das uns genau dahin geführt hat, wo wir heute als Gesellschaft stehen. Also wir leben in einer platonischen Kultur, politisch gesehen. Wir leben in einer platonischen Gesellschaft. Aber was das Furchtbare daran ist, dieses Bild vom Menschen, das dort gezeichnet wird von Platon und das von seinen Mitaristokraten des 4. Jahrhunderts vor Christus geteilt wurde, ist ein Bild, das absolut grausam ist. Es ist ein absolut grausames und menschenfeindliches Menschenbild. Es hat zur schwarzen Pädagogik geführt. Es hat dazu geführt, dass wir die sozialen Anlagen des Menschen lange, lange Zeit völlig verkannt haben. Wir haben gedacht, mit Platon und Isokrates, der Mensch müsse zum Sozialen hin erzogen werden. Wie sozial der Mensch von Geburt an ist, haben wir übersehen. Diese Entdeckung, wie sozial der Mensch von
Wirklichkeit von Geburt ist, ist eine Entdeckung jüngsten Datums. Seit den 1950er, 60er Jahren hat die Forschung das allmählich entdeckt und hat also unser Menschenbild, das wir in Europa über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg hatten, radikal umgekrempelt in einer Weise, wie es aber im allgemeinen Bewusstsein noch nicht angekommen ist. Also unser allgemeines Bewusstsein, unser allgemeines Menschenbild und die darauf aufsetzenden politischen Verfahren und Institutionen reflektieren unser altes Denken vom Menschen, das von Platon und Sokrates und solchen Gestalten geprägt wurde, die aber den Menschen fundamental falsch gedacht haben, wie wir heute aus unserer heutigen Forschung wissen. Also kurz gesagt, die psychologische Aufklärung der Moderne hat die politischen Institutionen noch lange nicht erreicht. Unsere politischen Institutionen reflektieren ein Modell, nach dem Bildung wahnsinnig wichtig ist und nach dem ein Ausschluss von Ungebildeten von der Politik wahnsinnig wichtig sei, damit Politik gelingen kann. Und indem also sozusagen versucht wird, dann eine Bildungselite zu züchten, künstlich herzustellen, und die soll dann den Staat managen. Ja, also wie diese Elite genannt wird, hat sich über die Jahrhunderte und Jahrtausende verändert. Ja, also im christlichen Mittelalter waren das dann halt meistens theologisch, philosophisch gebildete Leute. Ja, die hatten dann einen christlichen Kontext. Das hat sich mit der Aufklärung gewandelt. Aber das Modell ist das gleiche geblieben. Und wir sehen eben auch, dass innerhalb der griechischen Antike in der 4. Jahrhundert auch große Konkurrenz gab, intern, aber das Modell ist das gleiche. Ich meine, innerhalb Athens waren Platon und Sokrates riesige Konkurrenten, deren Gegensatz fast nicht größer gedacht werden kann. Aber an diesem Punkt sind sie sich erschreckend einig. Sie wollen Menschen ausbilden, die dann die Polis befrieden sollen. Ja. Mit Blick auf eine reale politische Katastrophe, nämlich die Katastrophe Athens im Peloponnesischen Krieg, die Europa nachhaltig traumatisiert hat. Was wir aber tun mit unseren heutigen Traditionen, ist, dass wir dieses Trauma von Generation zu Generation weitergeben. Also wir leiden als Gesellschaft an einem ungeheilten gesellschaftlichen Trauma, das ein traumatisierter Mensch namens Platon in die Welt gebracht hat und das wir bisher bis auf den heutigen Tag nicht hinter uns gelassen haben. Ich sehe als Geistesgeschichtler, als Kulturgeschichtler hier eine unglaubliche Kontinuität, die erschreckt ist und die gerne verleugnet wird, dass sich das tradiert hat und tradiert hat und tradiert hat und zwar durch all den Wandel hindurch, ungefiltert. Und wie sich das auf einer ganz basalen Ebene zeigt, ist eben unser unmittelbarer Umgang vor allem mit kleinen Kindern. Ja. Also wenn man sich anschaut, wie Platon, was für Platon gerade im Phaidros, im Seelenwagenmythos, für ein Bild von der menschlichen Seele, von der menschlichen Psyche zeichnet und wenn man sich dann nochmal unsere Bildungsinstitutionen anschaut, dann stellen sich einem die Nackenhaare auf, weil es ist so, als würden wir heute immer noch platonische Gedanken 1:1 umsetzen. Und das ist schwarze Pädagogik, meine lieben heutigen Mitbürger. Platon ist der eigentliche Ahnherr der schwarzen Pädagogik und wir sind Anhänger der schwarzen Pädagogik, auch trotz aller Bindungstheorie, die wir mittlerweile entwickelt haben, weil wir das sozusagen nicht auf der fundamentalen Ebene reflektiert haben, was da eigentlich passiert. Und das bedeutet, dass wir uns eher Historiker oder Ethnologen zeigen können, dass wir in europäischen und europäisch geprägten Gesellschaften, und das ist heutzutage letztlich die ganze Welt ist europäisch geprägt, weil sich eben über den Kolonialismus diese europäische Kultur über den ganzen Globus ausgebreitet hat, dass wir sozusagen ausgehend von unserem falschen europäischen Menschenbild eine Umgangsform von mit Menschen entwickelt haben, die uns eben Historiker und Ethnologen eher spiegeln, die unsichere Bindung normalisiert. Also kurz gesagt, diese sehr platonisch-philosophische Kultur, in der wir auch heute noch leben, ist eine Kultur, die uns dazu bringt, mit unseren Kindern so schlecht umzugehen, dass wir reihenweise alle miteinander unsicher gebundene Menschen sind. Und diese mit unsicher gebundenen Menschen kann man schlecht Gesellschaft machen, kann man schlecht einen Staat machen. Damit müssen wir aber heute umgehen. Ich bin unsicher gebunden, ganz sicher, das weiß ich sicher. Ich meine, ich habe 3 Therapien hinter mir, ich habe meine eigene Lebensgeschichte so weit aufgearbeitet, dass ich ziemlich genau weiß, was bei mir da passiert ist und warum ich heute so bin, wie ich bin. Ich sehe das aber auch bei anderen Menschen deutlich, auch wenn ihre Lebensgeschichte slightly different ist von meiner eigenen. Aber der gemeinsame Nenner ist, wenn wir schauen, wie gehen wir mit kleinen Kindern in Europa um und wie sind Menschen nahezu alle anderen Kulturen und nahezu alle anderen Zeiten mit kleinen Menschenwesen umgegangen, dann müssen wir sagen, so toll Europa ist, so toll unser Fortschritt ist, so toll unsere Technik ist, so toll unsere Aufklärung ist und so toll unsere Wissenschaft ist, das ist alles unbelassen. Ich bin ein riesiger Fan der europäischen Moderne, der Aufklärung, der Neuzeit. Ich liebe diese Gesellschaft, in der ich leben darf. Ich bin dankbar für den Zufall der Geburt, dass ich heute hier und heute lebe. Nichtsdestoweniger kann ich vielleicht gerade aufgrund dessen, weil ich die Moderne so wahnsinnig großartig finde und weil ich Europa so wahnsinnig großartig finde, überdeutlich sehen, dass es einen Punkt gibt, den nahezu alle anderen Gesellschaften und Kulturen besser gemacht haben, als wir die machen, nämlich der Umgang mit uns selber, der Umgang gerade auch mit uns als kleinen Kindern.
das haben alle anderen besser gemacht. Und vielleicht ist es, reite ich es tot, aber ich finde, es lohnt sich, auch wenn er mit so merkwürdig daherkommt, dem alten Arno Grün zuzuhören, der immer dann mit so brüchiger Stimme das wiedergibt. Aber dieser Psychotherapeut hat das so deutlich wie wenige gesehen und artikuliert, dass wir etwas fundamental falsch machen im Umgang mit uns selber, und zwar kollektiv, nicht als Einzelne. Das Problem sind nicht wir als Einzelne. Das Problem ist die Europa als Gesellschaft, nicht als Einzelne, nicht die Pathologisierung einziger Menschen. Wir als Kultur sind pathologisch. Und das spiegelt uns unsere heutige Psychologie, sowohl die Entwicklungspsychologie als auch die Sozialpsychologie, als auch unsere evolutionäre Psychologie überdeutlich wider, dass wir keine Kultur sind, die es gelernt hat, mit dem Menschen menschengerecht, artgerecht umzugehen. Wir sind tatsächlich eine menschenfeindliche, eine körperfeindliche und vor allem eine kinderfeindliche Gesellschaft. Und das sind wir auch heute noch, und zwar ungebrochen. Und wenn man sich das mit diesem Wissen dann nochmal die platonische Philosophie anschaut, rückblickend, dann versteht man sehr deutlich, was da passiert ist. Also diese ganze Vergeistigung, ja, dass Platon aus einem eigentlich Trauma, aus einem gesellschaftlich-politisch-demokratischen Trauma heraus dann sagt, wir müssen also sozusagen im Außermenschlichen, im Geistigen, in der Logik die Sicherheit finden, die wir sozusagen, weil wir keine guten Bindungen vorfinden in der Gesellschaft nicht finden können, ist eine naheliegende Reaktion. Das würden wir aber heute als Dissoziationsvorgang beschreiben oder eben als Ausweichreaktion eines traumatisierten Menschen. Also kurz gesagt, die europäische Kultur ist eine Kultur, die sich von einem Traumatisierten dazu bringen hat lassen, ein Trauma zu sozialisieren und zu institutionalisieren. Und dieses Trauma leben wir seither, seit 2400 Jahren. Wir leben es auch heute. Und das wird nicht begriffen aus meiner Sicht. Und deswegen ist Philosophiegeschichte, trotzdem, dass sie mir selber so wehtut, also es gibt keinen Tag, an dem ich nicht bereue, Philosophie studiert zu haben, während es mir nebenher auch genauso viel Lust bereitet, also ich habe da eine sehr ambivalente Haltung, deswegen macht es teilweise Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, weil es uns erklärt, warum wir heute da stehen, wo wir heute stehen. Es ist kein Zufall, wo wir heute stehen. Auch die Probleme, die wir heute haben, sind nicht zufällig. Und man kann es in die Formel fassen: Menschen, die nicht in der Lage sind, mit sich selbst und miteinander gut umzugehen, können auch mit der Umwelt nicht gut umgehen. Also unsere schlechte Wirtschaft, die schlechte Wirtschaftsform, die schlechte Form, wie wir mit der Umwelt umgehen und warum wir in eine ökologische Katastrophe hineinrauschen, hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass wir mit uns selber beständig schlecht umgehen. Wir können das gar nicht anders, und das ist auch nicht anders erwartbar. Was wir ändern müssten, ist, wir müssten den Umgang mit uns selber verbessern. Und das ist die Frage, wie wir das machen. Sehr viele Menschen versuchen das privat. Also sie machen Therapie und sie holen sich Hilfe. Und das ist ja auch alles wunderbar. Ich meine, ich habe das auch gemacht und zur Genüge. Das erste Mal habe ich mir Hilfe geholt mit 19, aus eigenem Antrieb. Die ersten Therapeuten, zu denen ich gegangen bin, haben gesagt, jetzt leben Sie erstmal, Sie brauchen keine Therapie. Und ich habe gesagt, nee, ich kann deutlich spüren, dass ich nicht klarkomme mit dem Leben. Ja, ich brauche das und habe es mir geholt. Also kurz gesagt, ich weiß, wie weit man kommen kann mit individuellem an sich arbeiten. Ja, das sozusagen, das ist das, was ich mein Leben lang schon mache. Auch bevor ich Therapie gemacht habe, habe ich das schon gemacht. Wenn ich hart bin, sage ich, ich bin ein Mensch, der seit dem dritten Lebensjahr hart an sich gearbeitet hat, weil ich musste, weil es war nicht erst zum Aushalten, was ich erlebt habe. Aber kurz gesagt, es löst meine Probleme nicht. Das ist meine Lebenserfahrung. Die werde ich mir von niemandem nehmen und wegerklären lassen. Meine ganz persönliche Lebenserfahrung ist, du kannst so viel Therapie machen, wie du willst. Du kannst nicht die Probleme lösen, die dir die Gesellschaft immer wieder auf den Tisch legt. Warum? Weil wir kollektiv ein Kollektivproblem haben und nicht ein Individualproblem. Unsere Kultur ist krank. Und sie ist deswegen krank, weil wir kollektiv Traumatisierte sind. Wir kommen aus unglaublich gewalttätigen Gesellschaften und im Grunde sind wir auch heute immer noch eine unglaublich gewalttätige Gesellschaft, die das aber vor sich selber verschleiert, wie gewalttätig sie mit sich selber eigentlich umgeht. Und wer uns das spiegelt, sind eben ganz wenige überdeutliche Psychotherapeuten wie Arno Grün. Wer uns das spiegelt, sind teilweise Historiker. Wer uns das spiegelt, sind teilweise Ethnologen. Warum? Weil sie jenen Blick von außen haben, den wir selber nur noch sehr schwer haben können. Ich meine, wir sind völlig verstrickt in diese Kultur. Wir sind sozusagen betriebsblind, blind bezogen auf den Gesamtbetrieb der Gesellschaft. Wir haben keine innerliche Distanz zu der Gesellschaft, der wir leben. Das heißt, wir halten sehr viele Dinge für normal, die es faktisch einfach gar nicht sind. Wir halten sehr viele Dinge für unausweichlich oder notwendig oder menschlich, die es faktisch nicht sind, weil sie in anderen Kulturen durchaus auch anders gehandhabt wurden und anders waren. Und das können uns Historiker und Ethnologen wunderbar spiegeln. Und sie tun das auch. Und das ist kein angenehmer Spiegel, weil er uns zeigt, dass wir etwas ganz Grundlegendes falsch machen, nämlich wir gehen mit Menschen schlecht um. Wir gehen mit uns selber schlecht
schlecht um. Und das ist auch nicht alles andere als trivial. Warum? Weil wir eben in Großgesellschaft leben und das ist also eine sehr entkoppelte Form der Vergesellschaftung, in der uns eine Sache ganz zentral fehlt, nämlich halt tatsächlich Bindung. Und ich als ein Fan der modernen, liberalen, differenzierten Gesellschaft, ein Mensch, der also auch in gar keiner anderen Gesellschaft leben will, als einer modernen, liberalen, differenzierten Gesellschaft, kann sehen, dass unsere Gesellschaft wunderbar ist. Alles an ihr ist richtig, außer einer Sache. Es fehlt ihr an innerer Bindung, und zwar an der einer ganz bestimmten Form von Bindung, nämlich der Bindung der Verschiedenen. Das heißt, dass wir freundlich miteinander sein können, auf der Grundlage von Verschiedenheit. Dass wir nicht ähnliche Meinungen haben müssen, dass wir nicht ähnlich sein müssen, dass wir nicht ähnliche Leben haben müssen und trotzdem respektvoll, freundlich und empathisch sein können oder gerade sogar deswegen. Und das ist kein Appell an uns als Einzelne, das zu machen, weil das ist auch ein Irrtum, wenn man das wieder individualistisch und personalistisch und moralistisch auffasst, sondern das ist auch nur etwas, was wir kollektiv, was wir politisch, was wir verfassungsmäßig hinbekommen können. Also kurz gesagt, eine freundlichere, empathischere Gesellschaft werden wir nicht kriegen, wenn wir uns als Einzelne mehr anstrengen oder hart an uns arbeiten. Dieser Weg ist eine völlige Verkennung von systemischem Denken, eine völlige Verkennung von systemischen Zusammenhängen. Das werden wir nur kollektiv hinkriegen. Und der Ort, es zu tun, ist die Politik. Und das bedeutet aber, dass wir an unseren politischen Formen arbeiten müssen. Und das führt uns paradoxerweise oder sehr stimmigerweise zu einem ganz bestimmten Punkt. Europa selbst war schon mal auf einem besseren Weg und das war Europa vor Platon. Vor Platon und der Selbstphilosophierung. Wir leben heute in einer durch und durch philosophischen Gesellschaft. Im Grunde ist heute jeder Mensch ein Philosoph. Ja. Ich als jemand, der Philosophie studiert hat, erkenne die ganze Zeit in Alltagskommunikation, in der öffentlichen Kommunikation Philosopheme wieder. Ja, also ich kann das zuordnen, wer was sagt und aus welcher Philosophie das kommt und mit was das stimmig ist. Also ich nehme, natürlich ist das auch eine Betriebsblindheit, fast jeden Menschen als Philosophen wahr. Aber das reine Projektion ist das halt auch nicht. Also wir leben in einer Kultur, die durch und durch, wo die Philosophie sich durch und durch durchgesetzt hat und kulturprägend geworden ist, auch wenn das vielen anders scheint. Ja, so, weil einem halt das Denken vieler anderer Menschen nicht passt, denkt man ja, das kann ja doch nicht philosophisch sein. Doch kann es, aber das ist nichts Gutes und das trifft auf uns selber immer genauso zu und das ist auch nichts Gutes. Also kurz gesagt, wir haben vor ca. 2400 Jahren als Antwort auf eine tiefe, reale Krise die falsche Ausfahrt genommen. Die sehr, sehr aristokratische, die sehr, sehr gewalttätige und die sehr, sehr maskulinistische und militaristische Kultur der Antigriechen, das ist alles Fakt. Die sehr, sehr unterdrückerische Kultur der Griechen, die sehr, sehr exkludierende, exklusive Kultur der Griechen, die zum Beispiel so furchtbare Worte geprägt hat wie das Wort des Barbaren. Das kommt aus dem antiken Griechischen, das heißt der, dessen Sprache man nicht versteht oder anders übersetzt der Ausländer. Barbar bedeutet, ist das Äquivalent der antiken Griechen für Ausländer. Ich bin ein Migrantenkind, by the way. Ich komme aus einer Gegend, ich habe Vorfahren genau aus der Gegend, wozu die alten Griechen Barbaren gesagt hätten. Ja, ist rein zufällig. Ja, also mein sozialer Vater ist ein Meder. Egal. Also, was ich sagen will ist, diese Kultur war schrecklich, aber sie hat sich aufgemacht, man könnte sagen, ziemlich dialektisch. Weil sie so furchtbar war, hat es sie mit sich selber nicht mehr ausgehalten und deswegen hat sie angefangen im 7., 6. Jahrhundert vor Christus und dann noch mehr im 5. Jahrhundert vor Christus, sich Formen zu erfinden, sich Umgangsformen, sich Praktiken zu erfinden, um sich selbst aushalten zu können. Und das war eben der Prozess der Selbstpolitisierung und der Selbstdemokratisierung des antiken Griechenlands und vor allem Athens. Also kurz gesagt, aus großer, großer Not in einer sehr, sehr gewalttätigen Gesellschaft, in einer sehr, sehr maskulinistischen und sehr, sehr aristokratischen Gesellschaft, hat man dann dialektisch aus dieser großen Not heraus die Politisierung und Demokratie Athens erfunden. Und das war ein sehr vielversprechendes Projekt. Nur ist man da nicht weit genug gegangen? Weil man nicht weit genug gegangen ist, ist diese Gesellschaft selber in einer Krise gelandet. Und weil sie in einer Krise gelandet ist, gab es einen reaktionären Backflip. In diesem reaktionären Backflip leben wir aber jetzt seit 2400 Jahren, ohne nennenswerte Fortschritte gemacht zu haben. Wir sind immer noch genauso aristokratisch, immer noch annähernd genauso maskulinistisch, immer noch genauso chauvinistisch, immer noch genauso militaristisch, wie man es war im 4. Jahrhundert vor Christus. Nennenswerte Fortschritte kann ich nicht erkennen. Ja? Und das ist ein Riesenproblem. Wir sind in unserer Entwicklung stecken geblieben in Europa, aber wir sehen es nicht, weil wir so wunderbare wissenschaftliche und technische Fortschritte gemacht haben. Aber diese Fortschritte haben wir nicht in sozialer und politischer Hinsicht gemacht und in demokratischer schon gleich zweimal nicht. Wenn man sagt, wir leben heute in demokratischeren Zeiten als im antiken Griechenland, komme ich immer mit den Zahlen. Ja? Also, was ist das Kriterium für Demokratie? Nach meinem Dafürhalten, gleichmäßige, gleichwertige, gleichwürdige, faktische, gleiche politische Beteiligung.
alle erwachsener Menschen. Jetzt schauen wir uns die Zahlen an. In Athen, im demokratisierten Athen, haben 10-15% der Menschen gemeinsam Politik gemacht. In unserer heutigen Zeit sind es 0,3-0,4% der erwachsenen Menschen. Das ist, nach objektiven Zahlen stehen wir einfach nicht so gut da. Wir sind also Kinder dieses aristokratischen Backflips, der sich im 4. Jahrhundert vor Christus ereignet hat und der sich mit einem furchtbaren Menschenbild ereignet hat. Dieses furchtbare Menschenbild sagt, der Mensch ist von Geburt an asozial, er muss mit Blick auf Logik und Vernunft, animal rationale, erzogen werden zum Richtigen, und dazu bilden wir jetzt Menschen aus, so Menschheitsbelehrer namens Philosophen, die diesen Job erledigen sollen, ja, die die Menschheit besser machen sollen. Das ist das Projekt Europas seit Platon. Das hat uns dahin gebracht, wo wir heute sind. Und das ist kein gutes Projekt. Das Projekt davor, das Projekt Solons und Kleisthenes, hatte sehr viel bessere Ansätze, auch wenn man nicht weit genug gekommen ist, weil man immer noch sehr exklusiv war und teilweise dann im Laufe dieser Geschichte immer noch exklusiver wurde, wie man auch ganz nüchtern und selbstkritisch als Demokrat bekennen kann. Also Athen war am Beginn seiner demokratischen Entwicklung, gerade was Nationalstaatlichkeit angeht, was Ausländerfeindlichkeit angeht, weniger nationalistisch als am Ende dieses Demokratisierungsprozesses. Das ist etwas, was wir heute, wenn wir Demokratie richtig verstehen und dauerhaft erfolgreich machen wollen, sehr anders machen müssen, als es das demokratische Athen gemacht hat. Wir brauchen eine nicht exklusive Demokratie, eine integrative Demokratie, die tatsächlich jeden fucking erwachsenen Menschen integriert in den politischen Raum, und zwar gleichrangig, gleichmäßig, gleichwertig integriert. Aber die guten Ansätze finden wir trotzdem. Und das bedeutet Folgendes. Europa ist ein Kind des 4. Jahrhunderts vor Christus, des reaktionären aristokratischen Athens. Was wir aber eigentlich hätten werden müssen und eigentlich sein könnten, wäre Kinder des 6. Jahrhunderts vor Christus zu werden, also einer Zeit, die politisch sehr viel klüger war, als es das 4. Jahrhundert vor Christus dann war. Also kurz gesagt, paradoxerweise war das aus unserer heutigen Sicht das 6. Jahrhundert vor Christus politisch-demokratisch sehr, sehr viel vernünftiger und progressiver, als es das 4. Jahrhundert vor Christus war, wo das Jahrhundert, auf das aber dann kulturprägend und kulturstiftend geworden ist, und das vor allem kulturstiftend worden ist mit einem extrem fatalen Menschenbild, das eben sagt, der Mensch kommt unvernünftig auf die Welt. Ein paar wenige Menschen sind von Natur aus aber vernünftiger als andere, und die muss man dann gut ausbilden, damit sie dann den Rest der Menschheit vernünftig machen. Ja? Dieses Modell wird uns nirgendwo hinbringen, weil dieses Modell bringt uns genau in diese ökologischen Katastrophen, die wir heute haben. Wir Menschen sind, wie wir aus unserer heutigen Forschung wissen, von Geburt an extrem sozial. Wir sind responsiv. Wir sind extrem auf Resonanz ausgelegt, und zwar auf zwischenmenschliche Resonanz. Wir reagieren, wir werden extrem von unserer sozialen Umwelt geformt. Und deswegen kann es nur darum gehen, gute soziale Formen zwischen uns zu schaffen, indem sich diese natürliche soziale Anlage sehr viel besser entfalten kann, als sie es halt derzeit tut. Und das haben andere Kulturen besser gemacht als unsere heutige. Ja. Als unsere heutige, die letztlich sich hat gedanklich von der Philosophie vergiften lassen, die sich letztlich von Platon hat dazu verführen lassen, einen völlig irrealen Kognitivismus zu formen, der also heute derart erledigt ist durch die neuere Wissenschaft. Wir wissen derart, wir haben so viele Biases, wir haben so viele kognitive Verzerrungen, die wir auch mit aller Reflexion nicht entgegenwirken können. Wenn du dich auf die eine kognitive Verzerrung konzentrierst und dich halt sagst, okay, dem will ich widerstehen, haben nicht 100 andere am Arsch hinter deinem Rücken. Ja, also so groß ist die Kraft des Bewusstseins oder der Aufmerksamkeit, Fokussierung nicht, dass deine vielen Denkreflexe dich trotzdem dazu bringen, dich auf tausendfache Weise biased zu verhalten. Das können wir einfach psychologisch gar nicht. So viel Aufklärung ist nicht möglich, und der weiseste Mensch der Welt, der reflektierteste Mensch der Welt, der am härtesten an sich gearbeitet habendste Mensch der Welt, auch der kann das nicht. Und das wissen wir heute, dass Menschen das nicht können, dass wir alle das nicht können. Was ist dann die Antwort? Ist das dann alles fatal oder verzweifelt? Nein. Das Wunderbare ist, dass es in der Form der Demokratie ein Mittel gibt, uns gegenseitig zu helfen, uns gegenseitig klug zu machen. Das heißt, es gibt Formen, uns als sehr, sehr verschiedene Menschen, mit sehr von Geburt an verschiedenen Persönlichkeiten, mit von Geburt an verschiedenen Temperamenten und Neigungen und dann durch unseren Sozialisationsprozess noch weiter ausgebaute menschliche Differenzierung so zusammenzubringen,
dass uns diese Verschiedenartigkeit nicht ausbremst, sondern dass sie anfängt, sich wechselseitig zu befruchten. Also dass wir nicht gemeinsam schwächer oder gemeinsam dumm werden, sondern dass sie gemeinsam klüger und stärker werden als Gesellschaft, indem wir uns wechselseitig helfen, uns diese Biases wegzuarbeiten, diese blinden Flecken, diese Blindspots. Und das als beständiger Prozess, als beständiger politischer, demokratischer Prozess, als beständige Arbeit, als gesellschaftliche, beständige gesellschaftliche Arbeit, die eben auch dann beständige Begegnungen, beständige Beziehungen, beständigen Kontakt der Verschiedenen erfordert. Genau das hat man aber genau im 6. Jahrhundert vor Christus angefangen. Ende des 6. Jahrhunderts vor Christus geht das in Athen los, dass man eine Praxis erfunden hat, die man am Anfang Isonomie und Isegorie und erst später Demokratie genannt hat, dass man diese Verschiedenen bewusst vermischt hat, dass damit genau das passiert. Also, was die antiken Griechen dann irgendwann aus der Not erfunden haben, ist vollkommen kongruent und stimmig mit dem, was uns unsere heutige Sozialpsychologie sagt, was wir machen müssen, damit wir keine Vorurteile gegeneinander entwickeln und damit wir gut kooperieren können als Verschiedene. Und wenn wir das nicht machen, dann landen wir genau da, wo wir heute sind. Aber wer uns dazu verführt, es nicht zu machen, ist eben unsere platonische, intellektualistisch-kognitivistische Tradition, die immer sagt, nein, nein, wir müssen Leute ausbilden und die machen dann den Staat für uns. Ja? Die machen dann die Politik für uns. Ja, das ist das, was wir jetzt seit 2400 Jahren machen. Und das kann man nur dann gut finden, wenn man die Resultate gut findet. Also wenn man konsequenzialistisch denkt, wenn man drauf guckt, was hinten rauskommt und dann sagt, ja, wir finden unsere Politik gut. Dann kann man heute noch Platoniker sein. Ansonsten muss man den Platonismus unserer heutigen Kultur kritisieren und genau das tue ich. Das ist kein Zufall, dass wir da leben, wo wir heute leben. Es ist sehr gut verstehbar geistesgeschichtlich, warum wir die Probleme haben, die wir haben und dass wir sie nur dann richtig aufarbeiten können, wenn wir uns diese falschen Weichenstellungen, diese falsche Abzweichung, das falsche Gleis, auf dem wir seit 2400 Jahren wandeln in Europa, nochmal sehr, sehr kritisch anschauen und uns die demokratische Alternative, gegen die sich Platon ausdrücklich ausspricht, und auch Aristoteles übrigens, dass wir uns das nochmal genauer anschauen und uns überlegen, ob da nicht vielleicht ganz grundlegend was falsch gelaufen ist in der europäischen Geschichte. Weil das kann passieren. Der Mensch ist frei zu irren und auch ganze Gesellschaften sind frei zu irren und sich auf Abwege zu verirren. Und meines Erachtens ist die europäische Kultur und mittlerweile die Weltkultur auf Abwege geraten vor genau 2400 Jahren. Ja? Als Antwort auf die Krise des Peloponnesischen Kriegs. Und hat also als Antwort darauf ein furchtbares, furchtbares Menschenbild und ein furchtbares Bild der menschlichen Psyche, wie die Menschen funktionieren, gezeigt. Das immer auf eins hinausläuft, nämlich auf Erziehung. Auf Zwang und Erziehung der vermeintlich Wissenderin, der vermeintlich Unwissenderin. Also wenn man einen Sokrates sagen hört, ich weiß, dass ich nichts weiß, dann sollte man als aufgeklärter Mensch wissen, als philosophiegeschichtlich aufgeklärter Mensch, dass der Mann das nicht ernst meint. Das ist Marketing. Ja. Der Mensch, liebe Sokrates, war kein offener Mensch. Der liebe Sokrates war ein Mensch, der wusste oder annahm, dass er sehr viel mehr wusste als seine athenischen Mitbürger. Der das aber so serviert hat, dass es interessant war. Ja. Wenn die Philosophie eins gut gemacht hat mit Platon, dann ist es Marketing. Und dazu sollte man auch eins wissen, Platon wollte, bevor er Philosoph wurde, eigentlich Dichter und Stückeschreiber werden. Das war sein ursprünglicher Berufswunsch, soweit das überliefert ist. Und eins konnte Platon richtig gut, deswegen war die Philosophie auch so erfolgreich, er konnte Marketing super. Also kommunikationsstrategisch ist das, was die Philosophie am Anfang gemacht hat, was Platon am Anfang gemacht hat, das Beste, was man machen konnte in der damaligen Zeit. Nur deswegen wurde Platon auch so erfolgreich tradiert, nur deswegen war er auch so kulturprägend. Nur deswegen macht es auch heute noch Menschen immer wieder Spaß, platonische Texte zu lesen, die teilweise viel interessanter sind als die drögen Aristoteles Abhandlungen. Okay, also das alles nur am Rande. Ich glaube, dass es Sinn macht, nochmal ganz neu die europäische Geschichte aufzurollen und sich die demokratische Alternative, die sich ab dem 6. Jahrhundert vor Christus entwickelt hat, sich nochmal deutlicher anzuschauen, also wie es eben dann Leute teilweise gemacht haben wie Hannah Arendt und in noch sehr viel besserer Form Leute wie David van Reebruck und Christian Meyer. Das sind Leute, die sich also nochmal diese falsche Abzweigung angeschaut haben und die uns also Christian Meyer und David von Reebruck sind nicht von ungefähr Historiker, die also als Geschichtswissenschaftler letztlich uns einen Spiegel vorhalten, uns eine sehr kritische Frage stellen, ist das die Gesellschaft, in der wir eigentlich leben wollen? Und ist das eine Gesellschaft, mit der wir uns eigentlich gut tun? Die Formen, die wir uns selber gegeben haben, die politischen Formen, die wir uns gegeben haben, die Verfassungen, die wir uns selber gegeben haben. Weil all diese politischen Formen, Verfahren und Verfassungen laufen auf einem platonischen Grundbasisbetriebssystem, auf der Basis von platonischen Grundannahmen. Und ich kann sagen, mit allem, was ich von psychologischer Forschung neueren Datums kenne, ist alles, was Platon über den Menschen denkt, grundfalsch. Und ist alles, was Platon uns sagt,
aus wirklich aus einer bewertenden Perspektive furchtbar und schrecklich. Also wenn man mit Platon denkt, wie die ganze europäische Philosophiegeschichte es letztlich getan hat, dann kann man nur bei katastrophalen politischen Formen rauskommen. Und ich kann nur sagen, das ist mein Standardbeispiel, wie groß mein Erstaunen und Erschrecken war, als ich bei Hans Blumenberg, einem Philosophen des 20. Jahrhunderts, starke Anzeichen dafür bekommen habe, also gefunden habe, dass selbst so ein vermeintlich sozialistischer Denker wie Karl Marx die Grundannahmen Platons, was den Menschen angeht, teilt. Auch Marx ist ein Platoniker. Wenn man also auf die politische Form. Und dann wundert eigentlich nichts mehr, was da wozu Marx dann geführt hat. Das ist dann nur noch kongruent und stimmig. Also dann ist sozusagen das, was sich dann im Kommunismus und Sozialismus, im real existierenden Sozialismus ereignet hat, nicht mehr merkwürdig oder ein Irrtum, man hat Marx falsch verstanden, sondern man muss im Gegenteil sagen, die Leute haben Marx sehr richtig verstanden und genau deswegen war es nämlich so furchtbar. Also kurz gesagt, wenn man das, was uns Hans Blumenberg über Marx sagt, zeigt, ich werde es auch nochmal verlinken, das Video, in dem ich das thematisiere, wenn wir das ernst nehmen, dann müssen wir verstehen, dass Marx genauso wie Platon den Menschen als ein vorsoziales oder asoziales Menschenwesen denkt, das zwangssozialisiert werden muss. Ja, okay, mit diesen Denkvoraussetzungen kannst du nur in furchtbaren politischen Formen landen. Aber dann, so muss man dann sagen, das ist der Mainstream, das ist auch unser Denken. Ja, Marx ist nicht da abseitig oder anders. Das Furchtbare an Marx ist, dass er genauso denkt wie wir alle und nicht anders denkt als wir alle. Dass er also sozusagen ein grundeuropäischer Denker ist, ein grundphilosophischer, ein grundplatonischer Denker ist, der sich nie von diesen Formen emanzipiert hat, von Formen, von denen sich aber Leute wie Solon und Kleisthenes im 6. Jahrhundert vor Christus offenbar sehr weit distanziert haben. Sonst ist die Demokratie Athens völlig undenkbar, ja. Also hätten Solon und Kleisthenes so gedacht wie Platon, hätten sie die Demokratie nicht auf den Weg gebracht und erfunden. Also ich weiß nicht, ob das plausibel ist für Leute, die also nicht dieses komische Studium hinter sich hatten und dann auch noch genau in der Form, wie ich es hinter mir habe. Ich kann nur sagen, das ist das, was ich zu sehen glaube. Und ich kann nur sagen, ich kann nur dazu raten, die modernere, wissenschaftliche, harte naturwissenschaftliche Forschung zu Menschen sehr, sehr ernst zu nehmen, wenn wir darüber reden, wie unsere Verfassung sein sollte, wie unsere politischen Verfahren und Institutionen gebaut sein sollten und dass ich dort eine große, große Lücke, eine tiefe Kluft erlebe zwischen unserem heute erarbeiteten Wissen über uns selbst, über Wissen über den Menschen, also das wissenschaftlich-anthropologische Wissen über uns selber und unseren Verfahren und Formen, die sehr viel mehr einen völlig veralteten Wissensstand spiegeln, die einen völlig veraltete Annahmen, und zwar sehr grausame Annahmen über den Menschen spiegeln. Und die also dazu führen, dass man sozusagen Menschen künstlich heranzüchtet, und zwar völlig allgemein, die unsicher gebunden sind und sich dann noch fragen auf der Basis ihrer eigenen unsicheren Gebundenheit, wie sie es denn miteinander aushalten können und wie sie denn miteinander klarkommen sollen. Und die Antwort ist immer die gleiche, nämlich gar nicht. Das geht so nicht. Wir haben keine Möglichkeit, miteinander gut klarzukommen, solange wir es so machen wie bisher. Ja, es gibt also heute einen starken Imperativ, uns kulturell, institutionell, politisch, demokratisch, verfassungsmäßig weiterzuentwickeln, uns also als Gesellschaft weiterzuentwickeln, nicht als Individuen. Ja. Aber natürlich nicht die Richtungen, die man versucht hat, die also bestimmte Voraussetzungen nie hinterfragt haben. Also nicht diese furchtbaren Versuche des 20. Jahrhunderts, ja, diese totalitären. Ich rede nicht über Kommunismus, ich rede nicht über Faschismus, ich rede nicht über Nationalsozialismus. All diese Formen sind ausschließend, nicht integrierend. All diese Formen sind also, wenn man sehr streng begrifflich wird als Philosoph, eben gerade nicht totalitär, sondern exklusiv. Was wir brauchen, ist eine wirklich integrative Kultur. Und dort finden wir sehr viel vielversprechendere Ansätze, obwohl das sehr exklusiv geblieben ist in der Antike, tatsächlich paradoxerweise in der griechischen Antike des 6. Jahrhunderts vor Christus. Dort finden wir Formen, die uns sehr helfen könnten, unter heutigen Bedingungen eine wirklich politisch integrative Gesellschaft auszuformen, wie es sie noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte gegeben hat. Eine Gesellschaft, in der sich tatsächlich jeder Mensch angenommen fühlt, und zwar nicht von Einzelnen, nicht auf privater Basis, sondern als Gesellschaft. Also wir finden dort vielversprechende Formen, die letztlich dazu führen, dass jeder Mensch als Einzelner das Gefühl hat, dass die Gesellschaft zu ihm ein lautes Ja sagt. Ja, wir wollen dich. Ja, du bist gut so, wie du bist. Und ja, wir wollen dich als Mitberatenden, Mitbestimmenden, Mitgestaltenden. Diese vielversprechenden Ansätze finden wir vor der Philosophie, finden wir vor Platon und Aristoteles im antiken Griechenland des 6. und 5. Jahrhunderts vor Christus. Und es sind Historiker, die uns diesen Zugang öffnen. Also Historiker wie David van Reybrouck, Historiker wie Christian Meyer und einige andere.
Ja, also dort finden wir die Ansätze, die wir heute brauchen, zu denen uns unsere heutige wissenschaftliche, naturwissenschaftliche Psychologie dringend rät und wo uns unsere heutige naturwissenschaftliche Psychologie sehr gut erklärt, warum wir so schlecht miteinander klarkommen in der Gesellschaft und in der Politik, warum das auch gar nicht anders sein kann. Ja, wir können von uns auf der Basis unserer derzeitigen kulturellen Form nicht voneinander erwarten, dass wir gut miteinander auskommen könnten. Das ist eine völlige Überforderung, wenn man das von uns erwarten würde. Mit Appellen kommen wir hier nicht weiter. Wir kommen nur weiter mit realen institutionellen Veränderungen. Das heißt, Gesetze müssen sich ändern, Verfahren müssen sich ändern, Institutionen müssen sich ändern. Das ist also sozusagen etwas, was, womit man mit Hegel, einem der wenigen Denker der neueren Geschichte, die also das überdeutlich gesehen haben, was der genannt hat, soziale Realität, also Verwirklichung. Ja, die menschliche Wirklichkeit realisiert sich in Gesetzen und Institutionen. Also genauso wie ich Teilzeit Hobbesianer bin, bin ich halt Teilzeit Hegelianer und kann halt sehen, dass dort etwas liegen gelassen wurde in der Geschichte, was sehr vielversprechend gewesen wäre, was aber leider sofort missverstanden wurde. Ja, das Gap zwischen der gelebten Realität und dem vorausschauenden Denken dieses Menschen war einfach zu groß, als dass es nicht hätte missverstanden werden können. Ja, also es ist niemandes Fehler. Historisch ist das kaum anders denkbar, als dass es hätte so laufen können, wie es dann auch halt faktisch gelaufen ist. Also ich habe gerade als Teilzeit-Hegelianer eine gewisse Demut vor der Geschichte, wo ich sage, kann man sich wirklich ernsthaft vorstellen, dass die Geschichte einen anderen Verlauf hätte nehmen können? Und bei aller Fantasie, mit der ich persönlich begabt bin, also ich bin ein absoluter Fantast, ich denke wahnsinnig gerne in Szenarien, ich denke wahnsinnig gern, kann man das auch anders denken, kann man das auch anders machen, das ist so meine Grundfunktion meines komischen Gehirns, fast obsessiv betreibe ich das, aber trotzdem habe ich eine Demut vor Geschichte und muss dann immer sagen, wenn ich alle Faktoren, die im Spiel sind, die ich sehen kann und wahrnehmen kann, berücksichtige, muss ich zu dem Schluss kommen, ist es sehr schwer vorstellbar, dass die Geschichte hätte anders laufen können, als sie dann faktisch gelaufen ist. Ja, also die Geschichte hat tatsächlich ein gewisses Eigenrecht. Und das heißt nicht, dass wir nichts machen können, aber dass wir die Bedingungen, unter denen wir was machen können, uns sehr genau anschauen könnten. Weil wir Menschen sind extrem limitiert, was sozusagen die Machbarkeit von Geschichte, die Machbarkeit von Welt, die Machbarkeit von Gesellschaft angeht. Dazu brauchen wir sehr, sehr, sehr spezifische Bedingungen. Und auch dazu sagt uns Hegel sehr viel, dazu sagt uns Thomas Hobbes sehr viel, dazu sagt uns die griechische Antike mit Solon und Kleisthenes ganz viel. Das sind aber Lektionen der Geschichte, die wir beständig ignorieren. Wir sind sehr, sehr, sehr naiv unterwegs, was uns selber angeht, was uns selber als Gesellschaft angeht. Wir träumen Träume, die nicht real sind. Wir praktizieren Praktiken, die niemals aufgehen und funktionieren können. Und wie uns unsere heutige Psychologie ganz eindeutig sagt. Aber wir ignorieren es. Das heißt, bei allem, was wir verstehen, bei allem, was wir wunderbar begreifen, ist eine Sache im Spiel, die wir am allerwenigsten begreifen, und das sind wir selbst, wie wir in Wirklichkeit funktionieren als Menschen. Und dazu hat die moderne Psychologie unglaubliche Dinge zu sagen, die völlig quer zu dem liegen, was wir selber über uns denken, die völlig quer zu dem liegen, was uns unsere europäische, alteuropäische, platonisch-philosophische Tradition über uns sagt, die völlig zu dem quer liegen, was in der Öffentlichkeit als unausgesprochene Voraussetzungen angenommen wird und was völlig quer zu dem liegt, was die Grundvoraussetzungen unserer heutigen Verfassungen und politischen Institutionen sind. Also unsere moderne psychologische Forschung liegt völlig quer zu allem unserem heutigen gesellschaftlichen Mainstream. Und das bedeutet, wir haben sehr viel Luft nach oben, wir haben sehr viel Potenzial, wir können es sehr wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel besser machen als bisher. Und die vielversprechenden Ansätze dazu finden wir in der ganzen gelosten Bürgerratsbewegung beziehungsweise eben in der griechischen Antike. Dort finden wir Ansätze dazu, wie es besser geht, auf der Grundlage eines völlig realistischen Menschenbilds, eines Menschenbilds, das also aufgeklärt ist über den Menschen, das sozusagen diese psychologische Aufklärung, die wir seit den 1950er Jahren haben in der Moderne, durchlaufen hat und dann immer noch zu einem Optimismus kommt. Das heißt, meine komische Botschaft ist alles andere als verzweifelt. Ich glaube, es geht sehr, sehr viel besser. Ich bin unglaublich optimistisch. Ich glaube, es geht so viel besser, dass es teilweise schwer ist auszuhalten, wie schlecht es derzeit ist. Ja. Also kurz gesagt, ich bin ein realistischer Fantast oder ein fantastischer Realist und ich halte mich genau in dieser paradoxen Haltung für sehr, sehr, sehr viel realistischer als den allergrößten Mainstream in unserem Denken, den ich derzeit wahrnehmen kann. Den halte ich für träumerisch, idealistisch, naiv und irreal. Also sozusagen, wir leben in einer Gesellschaft, die den Menschen träumt, aber nicht lebt. Wir leben in einer Gesellschaft, die völlig, völlige Fantasiebilder von Menschen malt, aber nie diese Bilder wirklich überprüft.
Wo können wir es überprüfen? Auf gelosten Bürgerräten. Dort begegnen sich nämlich die Menschen selbst. Dort begegnet sich die Gesellschaft selbst und wird ihrer selbst bewusst. Hegel hätte das gefallen. Eine Gesellschaft, die sich selbst ermöglicht, sich permanent neues Selbstbewusstsein zu erarbeiten. Das ermöglicht reale Demokratie, aber eben in ihren antiken Formen. In der Form einer Begegnungsdemokratie, einer Kontaktdemokratie, einer Beziehungsdemokratie, einer Unmittelbarkeitsdemokratie, einer Präsenzdemokratie. Bürgerliche Gegenwärtigkeit nennt das der Historiker Christian Meyer. Ja. Dort wird der Gesellschaft Selbstbewusstsein ermöglicht, indem die Gesellschaft überhaupt zusammentritt und zusammenkommt. Ein Hegelianer versteht sofort, wovon ich hier selbst rede. Aber wer ist heute schon Hegelianer? Wie gesagt, ich bin nur Teilzeit-Hegelianer. Ich finde vieles, was Hegel geschrieben hat, absoluten Mindfuck und Dünnpfiff. Aber Teilzeit-Hegelianer, das bin ich, und ich finde Hegel wunderbar auf der anderen Seite. Naja, also stimmiger wird's nicht mehr, weniger paradox wird's nicht mehr. Ich lasse das hier gut sein. Keine Ahnung, wen ich mit sowas komischen, mit so einem komischen Quark erreichen kann. Man muss immer bei mir einpreisen, ich bin ein verrückter Mensch. Also bitte, bitte preis das ein. Ich bin kein vertrauenswürdiger Mensch. Ja, ich habe so viele Haus, also noch über das Normale hinaus, also was sowieso alle haben. Ja, aus meiner Sicht sind ja alle verrückt, aber ich bin schon ein bisschen verrückter als die meisten, so als der Durchschnitt. Insofern, don't trust me. Ja, wie gesagt, jeder muss da hier seinen eigenen Weg finden, weil kollektiv können wir das nur demokratisch. Also solange wir keine Demokratie praktizieren, muss jeder auf eigene Rechnung schauen, wie er hier durchkommt, und die Mittel und Möglichkeiten dazu sind für uns alle extrem begrenzt. Also es ist kein Wunder, dass wir alle so verrückt sind. Das ist sehr stimmig, sehr kohärent, sehr logisch, dass wir alle so wahnsinnig verrückt sind. Wir sind alle unsicher gebunden, wir sind alle, lassen uns alle ziemlich allein, wir haben alle dieses Korrektiv durch den anderen nicht, durch den ganz anderen als wir selbst nicht. So hängen wir alle drin in unseren blinden Flecken und verstricken in unseren völlig biasten Gedanken, in unseren kleinen Bubbles. Das ist also völlig erwartbar, dass die heutige Menschheit völlig verrückt und durchgeknallt ist und sich das dann wechselseitig vorwirft. Ja, alle haben recht, alle sind verrückt. Aber so kommen wir halt nicht weiter als Gesellschaft. Was wir bräuchten, wäre eben diese Begegnungsdemokratie, zu der wir gute Ansätze in der Geschichte finden, die dann aber leider im 4. Jahrhundert vor Christus mit der Philosophie und Platon einfach abbrechen und diesem furchtbaren europäischen Menschenbild münden, das dazu führt wiederum, dass wir mit kleinen Menschen und mit uns selber auch als Erwachsenen furchtbar umgehen und das dann auch noch uns schön reden und schön denken und schön erklären. Dass das halt so sein muss und dass Menschen halt so sind und so weiter, ist alles Quark. Ja, moderne Forschung zeigt uns, dass es anders ist. Historische Forschung zeigt uns, dass es anders ist. Ethnologische Forschung zeigt uns, dass es anders ist. Wir sind eine ganz, ganz besonders verrückte Kultur, die sich diese eigene Verrücktheit wegdenkt und schönredet. Und das müssen wir korrigieren. Ein große Teile unserer alteuropäischen Kultur gehören einfach ins kulturgeschichtliche Museum und nicht mehr in unsere heutigen Lebenspraktiken. Aber wo sind sie? In unseren heutigen Lebenspraktiken. Wir leben in einer platonistischen Kultur. Wir sind faktisch Platoniker. Vielen wenigen Menschen ist das bewusst. Die meisten Leute, die sich überhaupt mit Philosophie beschäftigen, würden das bestreiten. Das ist aber das, was ich sehe. Und ich kann nicht anders. Ne? Also da bin ich lutherisch. Ich sitze hier auf meiner komischen Couch. Ich sitze hier auf meinem komischen orangenen Sofa. Und ich sitze hier und kann nicht anders. Und hilfreich ist das natürlich auch nicht sonderlich. Ja. Kurz gesagt, davon, wovon ich mir Hilfe verspreche, ist jeder fucking geloste Bürgerrat, der Menschen hilft, Erfahrungen zu machen, die ganz anderer Art sind und die also quer zu unseren Grundannahmen liegen, wo wir also Menschen das erleben, dass es besser geht. Dass wir Menschen besser sein können, als wir derzeit sind. Und zwar auf der Grundlage unserer ganzen Verrücktheit, unserer ganzen Gewordenheit, unserer ganzen Biasedheit, dass es dennoch besser geht. Dass wir also nicht als Menschen besser werden. Dass wir nicht Menschen erziehen müssen, züchten müssen, dass wir Menschen nicht bilden müssen, damit es besser geht. Die Demokratie hat kein Bildungsideal. Die Demokratie selbst ist das Bildungsideal. Demokratie ist selbst ein Bildungsprozess, und zwar nicht ein Bildungsprozess, wo es Lehrer und Belehrte gibt, wo es eine Asymmetrie im Prozess gibt, sondern die Demokratie ist ein Prozess, in dem wir uns wechselseitig schlau machen und uns unserer eigenen Dummheit bewusst werden, und zwar aller. Alle Menschen sind dumm, alle Menschen sind verrückt, aber Demokratie ermöglicht uns, gemeinsam ein Stückchen klüger zu werden. Und dieser Hauch, dieses Stückchen ist bereits mehr als genug. Mit Demokratie tun wir uns sehr, sehr gut. Und leider ist diese Tradition im Abendland im 4. Jahrhundert vor Christus aufgrund einer traumatischen, reaktionären, aristokratischen Geschichte abgebrochen. Wir heute müssen diesen Faden wieder aufnehmen und ihn weiterentwickeln, als ihn die griechische Antike jemals entwickelt hat. Das ist zumindest mein Ansatz. Das ist der vielversprechendste Ansatz, den ich nach eifrigem Bemühen und vielen, vielen Suchen finden konnte. Was Besseres gibt es aus meiner Sicht nicht. Zumindest ich habe es nicht entdecken können in unserer ganzen, ganzen reichhaltigen Tradition. Das beste, vielversprechendste,
was wir überhaupt haben, ist tatsächlich die Demokratie der Antike, sind die Reformversuche, der missglückte Reformversuch Solons und der geglückte Reformversuch des Kleisthenes. Besser wird's nicht. Und das da dort anzuknüpfen, dort den Faden wieder aufzunehmen und das gezielt weiterzuentwickeln und also tauglich für die moderne Gesellschaft zu machen, das ist aus meiner Sicht unsere heutige Aufgabe. Wenn wir uns selber guttun wollen, wenn wir also eine menschenfreundliche Gesellschaft schaffen wollen, wenn wir im Grunde gute Selbstsorge betreiben wollen und selbstempathisch werden wollen, weil das sind wir derzeit nicht. Wir sind eine Gesellschaft, die derzeit ein kollektiv selbstschädigendes Verhalten betreibt, die also permanent selber das Messer nimmt und es sich selber reinrammt. Wechselseitig und sich selbst. Wir gehen nicht gut mit uns selber um und deswegen ist alles andere als wundersam, dass wir auch mit der Umwelt schlecht umgehen und dass wir also unfähig sind, uns in ein gutes Verhältnis zu dieser Welt, in der wir leben, zu setzen, zu diesem Planeten, zu diesem wunderbaren Ökosystem, in das wir zufällig hineingeboren sind. Das ist ja ein Riesenglück, ein Riesenzufall, dass wir es kaputt machen, ist aber alles andere als ein Zufall, sondern es ist die logische Konsequenz eines völlig verfehlten Denkens, das eben aus der griechischen Antike kommt und nie aufgearbeitet worden ist, meines Erachtens, nach meinem Empfinden. Und ob man das also für Bias hält oder für eine aufgeklärte Position, das bleibt ganz euch überlassen. Ich kann nur sagen, schaut euch die Quellen an, schaut euch die Tradition an und dann reden wir nochmal. Ja. Und es gibt auch viele Philosophen, die völlig anderer Ansicht sind als ich, nach meiner Wahrnehmung die meisten. Also die haben nicht weniger Ahnung als ich. Viele haben noch viel intensiver Philosophie studiert als ich, hängen noch viel tiefer drin als ich. Also insofern kann ich auch kein Autoritätsargument leider benutzen, weil es gibt viele Menschen, die genauso in der Tradition oder sogar noch sehr viel mehr in der europäischen Tradition drin hängen als ich, also in dieser alteuropäischen, und zu ganz, ganz anderen Schlüssen kommen als ich. Also letztlich gibt es hier kein Argumentum auctoritatis, ja, kann es nicht geben. Letztlich ist ein jeder auf sich selber zurückgeworfen, was er denn über diese seltsame, seltsame Welt, über diese seltsame, seltsame Gesellschaft denkt, in der wir uns zufällig befinden, die wir zufällig geschaffen haben und die wir zufällig aufrechterhalten. Ja, also letztlich werden wir auf Kant zurückgeworfen. Selber denken. Alleine für sich im stillen Kämmerlein. Viel Spaß dabei. Ceterum censeo, Demokratiam esse sortiendam. Im Übrigen bin ich dafür, dass wir losen, uns dadurch begegnen in unserer aller Pracht, in unserer aller Vielfalt und uns dadurch wechselseitig klüger, freundlicher, verständiger und empathischer machen und ein wenig besonnener und vorausschauender ebenfalls.